Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir 94.500 Pfund Containerchassis. Oder war das Containerchassis? Ich weiß schon gar nicht mehr. Containerschabler Chassis. Von. Wo sind wir nochmal gerade? Genau, Iroquois Falls sind wir. Oh Gott. Nach Sault Ste. Marie. Wir fahren einen 600 PS starken Canvas T680 High Rise Sleeper. Und haben. Ich muss selber nochmal überlegen. 680 Kilometer. 610 Kilometer vor uns, ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist wieder zu lange her, zu viele Zahlen. Okay, 612 Kilometer. Ja, wird vermutlich eine relativ lange Nachtfahrt werden. Gehst dann hier raus und dann gehst du auf der anderen Seite raus. Es geht auf der anderen Seite raus, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es geht auch hier raus. Ich habe gehofft, dass es eigentlich eine kurze Tour wird, aber ich habe es auch eine längere Tour genommen, weil ich mal wieder nichts sehe und ich vorher nicht Zeit hatte aufzunehmen. Morgen hat es geregnet, aber mal wurde wieder aufgehalten. Jetzt geht es glaube ich hier raus. Ich habe mittlerweile herausgefunden, welchen LKW wir hier für diese Season so gesehen haben oder planen werden zu haben. Nämlich interessanterweise, obwohl hier, wie war das? Heißt das, ich glaube, man hat irgendwie am Anfang irgendwie so einen LKW, so einen favorisierten LKW-Typ so gesehen ausgewählt. Der ist hier zwar der Cascadia, oder zumindest ein Freightliner, ja, Freightliner Cascadia gewesen, aber und bei dem anderen, bei Season 2 war das der Mack Titan, soweit ich weiß. Interessanterweise haben wir aber uns in Staffel 2 ein Cascadia geholt. Von daher werden wir auch wieder so gesehen gegen das System, gegen das so geplante System so gesehen machen. Und boah, ist ja halt überhaupt nichts, ne? Und halt auch hier wieder anstelle eines Freightliners einen Mack kaufen. Wir bekommen hier für 7000 und ein paar zerquetschte. Wir sind noch ziemlich weit davon und ich sehe halt echt nicht, wann die Straße beginnt. Oder wo was fährt. Oh Gott, ich roll vor, gut zu wissen. Ich muss mal den anderen Monitor, wo zumindest OBS drauf ist, mal wieder höher stellen. Kontrast hier. Okay, es bringt auch nicht viel, sich auch nicht viel mehr. Ich lass dich vor, aber lass dich auch nicht vor. Der KI. Immer wieder aufs Neue belasten. Okay, das ist mir jetzt doch schon zu hell. Dann fahr ich lieber im Dunkel. Oder? Wir lassen es dabei. Prinzipiell hätte ich auch 240 Kilometer fahren können. Da hätten wir mehr für die. Mehr Geld pro Kilometer bekommen, aber ich dachte mir 3000 für den Auftrag ist dann doch ein bisschen zu wenig, um ein bisschen näher ans Auftragsziel bis so gesehen zu kommen, für den ersten eigenen LKW. Mal den Tempomat rein, wir müssen ja eh gleich wieder abbiegen.
Wir fangen jetzt auch in Sault Ste. Marie, waren wir noch vorher noch nicht gewesen. Also entdecken auch was Neues. In gewisser Weise, auch wenn es Nacht bleibt. Wäre so schön, wenn ich jetzt das auf meinem Monitor haben könnte, würde ich zumindest das ganze Spiel halt sehen und nicht nur ein Viertel vom Spiel was erkennen können. Aber gut, dann holen wir uns auf alle Fälle den Titan, dann weiß ich damit auch schon mal Bescheid, dann können wir einfach gleich mal gucken. In 550 Kilometern kann man einfach mal nachschauen, was denn dann unser Ziel ist, was wir erreichen wollen. Oder erreichen müssen für unseren ersten LKW, für den nächsten Step so gesehen. Nachsonder ist ja glaube ich $130.000 oder $135.000 fürs nächste Upgrade. Fand ich das zuvor in den vorherigen Seasons, glaube ich, also in den Ursprungs-Seasons so gesehen, nicht besprochen habe, aber ich glaube, es wäre eine interessante Sache oder eine coole Sache, wenn wir einfach unsere Flotte dann komplett mit der LKW-Marke, die wir als unseren eigenen haben, ausrüsten, bestücken, ausrüsten. Ihr wisst, was ich meine. Aber schön, dass uns jetzt gerade nichts entgegenkommt, wobei jetzt wirklich was entgegenkommt, nichts vor uns fährt, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Befürchte ich zumindest. Yep. Ich bin jetzt auch gleich wieder ausgebremst, ausgehe back auf, ich sehe. Schön, dass wir zumindest diesen Weg mit ein bisschen mehr Speed hochfahren konnten. Ist das angenehm, dass die Sonne endlich mal wieder ein bisschen verschwunden hinter Wolken. Jetzt sieht man auch wieder gleich viel, viel mehr. Weihnachten wird zu viel. Oh, das ist. Also so schön, wie die ganzen einspurigen, zweispurigen Straßen so sind, wie die Landstraßen eigentlich sind.
so schlimm sind sie halt auch wieder, weil es einfach, ne, wenn man wirklich hier mit lassen es nur sogar 95 Kilometer pro Stunde sein, hier rüberfahren könnte, das würde schon das Ganze viel angenehmer machen. Boah, gestalten. Bei Eurotruck sind wir da zwei, hatten wir noch gar keinen eigenen LKW gehabt, von daher. Also bei der Staffel, bei der dritten Staffel, von daher haben wir da freie Wahl. Was auch schon mal super ist. Wir bleiben einfach mal bei 86 km pro Stunde einfach. Weil wir da weniger bremsen müssen. Ich muss sogar noch mal bremsen, wir werden sehen, aber vorerst zumindest nicht. Es sei denn, es spawnt wieder was. Muss gucken, ob Ding wieder sich jetzt noch ändert oder ob es die ganze Zeit weiter in so einem Wolkenmix bleibt mit Pyrokopiert auf Sonne. Oh Gott, wieder den anderen Multi angucken. Kann man schon bald mit Sonnenbrille hier aufnehmen, ey. Das heißt, wir sind. Boah, wie viel kostete der Mac? Ich glaube. Kostete der Mac 120.000 oder. Ich meine, der Freightliner kostet 129.000. Ich kann mich aber auch täuschen. Okay, wechselnd bewölkt, das ist belastend. Und kaum Wolken, okay. Also nicht wechselnd bewölkt, sondern nur Sonne. Läuft. Oh Gott. Chapeau. Noch 360 Kilometer. Noch zu Sainte-Marie. Heißt, wir haben jetzt knapp 40 Kilometer, genau. Heißt, wir haben jetzt fast 40% der Strecke durch. Na klar, dass du jetzt wieder anfängst, mich hier zu nerven. Heißt, ich darf wieder aufstehen. Kann das sein? Würde ich zumindest wieder unten Platz haben und müssen nicht so verkrampft rumsitzen. Wenn ich mal wieder die Beine ausschrecken, angenehm. Und wir werden ausgebremst. Aber wir müssen uns einfach so bremsen. In den Außenspiegel gucken, um zu schauen, ob wir da Platz haben, aber das würde nichts bringen, weil ich das sehen würde.
Wehe, du ziehst an den Kabeln. Wehe. Oh. Im Überbrett. Das ist auch schon gut zu wissen. Das sehe ich ja jetzt erst. Habe ich jetzt zuvor nicht im Rückkehr, weil es einfach zu dunkel war. War es garantiert schon das eine oder andere Mal knapp. Wieder schön im Sommer. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht drum rum, um irgendwie hier blinzelnd vor dem Bildschirm zu hocken. Oder vor dem Bildschirm. Geben einfach mal ein bisschen Gas und können ja immer noch uns runterbremsen lassen, wenn wir dann zu dicht auffahren. Oder zu sehr aufholen, besser gesagt. Also wir könnten prinzipiell gesehen, wenn wir von dem, wenn wir jetzt so gesehen weggehen von dem bestbezahlten Job pro Streckeneinheit, also pro Kilometer. Wenn wir davon weggehen würden, könnten wir prinzipiell pro Folge über 12.000 einnehmen. Demnach wären wir morgen. Es würde schon noch dauern, bis wir das... Oh, Gottes Willen. Sprich, wenn wir komplett damit rechnen, dass wir 120.000 brauchen für den Mac-Titan. Und wir gleich bei 60.000 sind. Wenn wir pro Folge 10.000 einnehmen. Minimum. Dann wären wir in, sagen wir mal, 5 Folgen bei unserem eigenen LKW hier in dieser Season, sprich Folge 16 könnten wir dann das erste Mal, obwohl wir dann die erste Tour mit dem ersten LKW, den eigenen LKW fahren. Mal schauen. Was werden wir gleich sehen, so ein 22 Kilometer. Okay, wir haben jetzt zwei Drittel der Streckgraben knapp hinter uns. Zumindest schon mal so ein grobes Ziel, was wir dann noch einfacher verfolgen können. Jetzt, wo wir wissen, welcher LKW es sein wird und welcher. Sondern das ist doch ein bisschen länger. Wer kann jetzt für den Monitor Druck entscheiden? Haben wir zumindest ein Ziel, was wir verfolgen können. Jetzt, wo wir wissen, welchen LKW wir fahren. Oder wir fahren werden. Oder geplant hätten haben müssen zu fahren und so weiter. Aber ich denke, dass mit der eigenen Flotte, die halt nur auf eine bestimmte Marke baut, glaube ich gar nicht mal so verkehrt. So, Tempomat.
83 Kilometer pro Stunde. Wir gehen dann mal noch weiter Gas. Lass uns mal ein bisschen ausrollen. Spätestens dann, wenn wir unseren ersten eigenen LKW haben, wird es dann auch vermutlich so sein, dass wir doch schon ziemlich weite Strecken fahren. Es ist halt echt die Frage, ob ich halt wirklich, ich denke mal, das kommt halt drauf an, wie so die Folge allgemein ist. Je nachdem von der Sprachintensität, kommt es die Intensität hin? Von der Sprachaktivität her. Und so mal schauen, vielleicht gibt es dann auch ab und zu mal ein paar Abschalter, die halt ein bisschen schneller als Realtime sind. Muss ja nicht zwingend sein, dass man irgendwie so 2 Stunden Folgen hat. Werden wir dann sehen, was für ein Stilmittel genutzt wird. Ob eins genutzt wird und so weiter. 120 Kilometer noch, perfekt. Das heißt, wir sind schon fast in Sault Ste. Marie. Flotter unterwegs als 83 Kilometer pro Stunde, aber egal. Wir geben halt immer ab und zu mal ein bisschen Gas und lass uns dann wieder unterbremsen. Salter, ja. Ist halt nur einspurig, ne? Aber wir sind ja schon fast da, nur 82 Kilometer. Da sind wir eigentlich zu früh oder zu spät oder whatever. Dienstag 7.54 Uhr. Ja, das ist halt wieder belastend. Schauen wir mal, ob wir uns da irgendwie vor Ort irgendwie noch tanken können und wir irgendwas aufs Ohr legen. Tanke sehe ich jetzt nicht. Das Ohr legen ein bisschen weiter weg. Mal schauen, vielleicht sehen wir ja was auf dem Navi, wenn wir näher an Sault Ste. Marie sind. Denn wir liefern ja im Rahmen. Okay, es gibt auf alle Fälle auch eine Werkstatt, okay.
Und eine Garage. Das war eigentlich das, was ich gesehen habe. Meinte, okay, man kann dort tanken auch. Heißt, wir tanken, hauen uns noch ein bisschen mal aufs Ohr und liefern dann ab. So in etwa zumindest. Ist das eine Station oder geht's? Ne, es muss da. Ich glaube, auf dem Navi sah es ja auch, dass es irgendwie noch weitergeht. Scheinbar dahinter. Hinter der Chemiefabrik. Oder halt auch nicht. Dann tanken wir voll für den nächsten Fahrer, der diesen LKW fahren wird. Wir können sogar auf dem Abladeort schlafen. Das ist auch schon mal praktisch. Erstmal rechts rum, um zu tanken, und dann geht's Richtung Hof. Einfach mal, wir müssten fahren rechts rauf auf die Tanke. Werden wir aber gleich sehen. Vielleicht war es doch egal. Es war wohl egal. Allerdings ist rauf wieder interessant. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Tanken wir nicht. So, dann fahren wir jetzt zum Auftrag Nehmer und legen uns dorthin. Erst mal hier rumkommen. Dann fahren wir.
Dann sind wir das aufgepasst hat. Ich hab schon was gedacht, der fährt. Mensch, jetzt ist aber viel los. Wir wollen links rum. War das nochmal 7 Uhr 54, okay. Die Frage ist, wo kann man hier sich anlegen? Gar nicht im Weg rum, falls es überhaupt hier ist. Ah, perfekt. Ja, zeitlich. Was war das nochmal? Ah, fast. Gut, dann können wir zumindest schon mal dahin fahren und dann. Was war das jetzt? 7.54 Uhr und warten dann bis 7.54 Uhr. Müssen wir uns auch noch mal wieder positionieren, von daher. Vielleicht müssen wir noch mal eine kleine Tour durch die Stadt drehen, um da wieder ordentlich hinzukommen. Hervorragend. Dann warten wir noch mal die 2 Minuten. Und liefern dann ab. Dann gucken wir mal, was wir bekommen. Also, klar, wir wollen vollen Preis. Container-Staplerschatz, die von Iroquois Falls nach Sault Ste. Marie geliefert. Gefahrenstrecke 622 Kilometer, 18,5 Stunden. Okay, 19 Stunden haben wir gebraucht. 61 Gallon Verbrauch. 7257 $ bekommen wir dafür und 488 Erfahrungspunkte.